Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich bin schon wieder mit dem Teil hier am Rumfliegen und wir sind auch kurz vor unserem höchsten Apoapsis-Punkt. Ich habe, wie ihr hier seht, überall so kleine RCS-Blocks angebaut. Die sollten jetzt hoffentlich auch aktiv sein, bedeutet, die sollten uns beim Drehen unterstützen. Wenn nicht, müssen wir wieder interferieren und ihm die Steuerung abnehmen. Es leckt wieder wie Hölle heute. So, jetzt hat es Ruhe. Ich habe RVS, warum heißt denn das RVS? Ich dachte, das heißt immer RCS. Ich habe RVS auf jeden Fall schon mal angemacht. Und gleich sollte er auch hier mit dem Berechnen beginnen. Perfekt. Schubzeit erhöht sich. Er dreht auch wirklich schon. Also diesmal scheint es besser zu funktionieren. Ich hoffe bloß, dass er es auch diesmal hinkriegt. Also spätestens bei der Hälfte der Schubzeit. Was ist denn das? Das müsste jetzt eh gleich sein. Komm schon, du schaffst das. Weiß nicht, warum die nichts machen. Die müssten eigentlich aktiv sein. Ah, jetzt tut er sich ausgleichen. Ja, jawohl. Er hat's gemacht. Schaut euch das an. Was für ein geiles Teil. Das macht's wirklich nice. Das ist natürlich jetzt genial, er macht es wirklich. Und es scheint auch wie ein Charme zu funktionieren. Mit 79 Sekunden gerechnet, macht 40 Sekunden. Also ist er gar nicht mal so schlecht dran, denke ich. Wie schaut es hier aus? Es erhöht sich langsam, aber es geht. Aber wie gesagt, wir müssen auch bedenken, hier sind fast 55.000 Raketenteile drin. Das ist natürlich eine Masse. Und unsere kleinen Körbels wollen auch bald wieder nach Hause. Hey, aber es funktioniert. Ich bin erstaunt. Es funktioniert. Es ist mega geil. Nice. Nice, nice, nice. Sollte sich dann aber auch langsam alles erhöhen. Auch vom Berechnungspunkt her. Ich bin gespannt, wie gut es diesmal funktioniert. Wie gesagt, ich bin erstaunt, dass das hier nicht funktioniert. Aber das RCS oben am Cockpit hätte uns wahrscheinlich letztes Mal sogar richtig den Arsch gerettet. Hat es hier etwa auch ein bisschen was drin, Monotreibstoff oder was? Ah ja, schauen, das hat sogar richtig viel Monotreibstoff drin. Ich hätte ein paar mehr anbauen können, rein theoretisch sogar. So, der Orbit schaut schon... Oh, das wird schon. Das wird echt gut. Bin erstaunt. Jetzt haben wir einen Apoapsis überstiegen, aber das macht jetzt wenig. Weil wir eh schon so gut dastehen. Klar, es ist nicht gut, aber es ist besser, als wenn wir es... Als wenn es nicht funktioniert hätte. So, come on. Wie schauen die Zahlen aus? Hier sinken wir, hier sind wir aber kurz vorm Punkt, wo wir hin müssen. Bedeutet, ist es eh gut. Ich bin jetzt gespannt, jetzt müsste er gleich wechseln. Oh ne, scheiße, er hat... Da seht ihr, da ist ein Skriptfehler gewesen. Bedeutet, wir müssen jetzt... nein. Jetzt hier aus dem Skript raus. Und hier jetzt... Die letzten paar MS selber machen. Schade, dass das jetzt nicht so gut funktioniert wird, wie erhofft. Aber immerhin funktioniert's. Was will man denn mehr? Wäre schlimmer gewesen, wenn es gar nicht funktioniert hätte. So. Come on. Do it, my little friend. Ja, ja, ja. Gleich sind wir draußen, gleich sind wir draußen. Perfekt. Noch mal ein bisschen hier. Wenn wir noch ein bisschen Schub geben, vielleicht, der Apoapsis ist vor uns jetzt.
Aber hey, wir sind gar nicht weit auseinander. Die sieht man jetzt das Problem. Er hat sozusagen das interferiert und dadurch hat er nicht mehr die Berechnung wohl gescheit hinbekommen. Und das Staging hat halt da jetzt bei dem Schub alles kaputt gemacht. Was natürlich nicht so gut ist. Nicht so gut, nicht so gut. Aber es funktioniert immerhin. Wir haben jetzt hier 2 und 1. Antennen sind ausgefahren. Genauso wie die Solarpaneele. Bedeutet, die Station ist schon mal funktionsfähig. Und jetzt haben wir halt hier hinten die Stage dran. Die ist aber dazu fast noch voll. Ich würde die sogar dran lassen. Die hier hinten brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben hier die, wo ich viel mehr anhängen würde. Also ich würde hier zum Beispiel auf die eine Seite jetzt zum Beispiel Nahrung tun und auf die andere Seite die Forschungsbay plus Wohnraum. Und dann passt das schon. Das passt auch. Bedeutet, wir werden uns jetzt mit unserer Stage vorne verabschieden. Hä? Was sind das alles für Detachments? Ich würde einfach sagen, hier Knoten entkoppeln. Was ist das jetzt hier? Und jetzt würde ich einfach mal... hier uns sozusagen wegbewegen mit voller Kraft. Alter, schaut euch dieses Brummteil an. Ne, warte, das ist F2. Das schaut aus wie eine Superwaffe, ey. Die Superwaffe im Weltraum, Alter. Aua, schaut euch das Teil an. Jetzt würde ich gerne mal gucken und... es schaut schon böse aus, ne? Auf Wiedersehen, tschüss. Alter, das schaut aus, als ob das irgendwie so ein Todesstern oder sowas artig Böses ist einfach. Und wir werden versuchen, auf der Sonnenseite jetzt zu landen. Natürlich kurz vor dem Re-Entry tun wir ein bisschen Schub noch geben. Alter, ich muss jetzt hier was sehen, sonst werde ich ganz kirre. Das können wir closen. Aber da sehe ich jetzt zum Beispiel einen Skriptfehler und den müsste ich beheben. Aber das ist halt wieder so... So. Jetzt machen wir hier einfach X. Oh, jetzt werden wir wahrscheinlich... das war schlau gedacht. Aber wir können vielleicht sogar mit der Stage durchbrennen. Hier vorspulen. Jetzt kommen wir wieder zurück. Erst hier ist, können wir dann ausmachen. Brauchen tut das nicht. Und vielleicht ist die Stage sogar ein bisschen hitzeresistent. Dann könnten wir beim Eintreten sogar noch ein bisschen bremsen. Und kriegen vielleicht sogar mehr auf den Boden. Wer weiß. Was euch hier bestimmt hier auch nicht auffällt. Hier, ach, da sieht man es ganz leicht. Da ist ein verbessertes Linearstabilisationssystem noch drin verbaut. Das habe ich reingeschoben einfach wegen der Ästhetik. Weil es uns einfach beschissen ausgehen hätte, wäre es wieder so hoch geworden. Weißt du, dann schaut ganz wild aus. So, okay, wieder ein Tritt. Come on. Grafikmod, wie gesagt, da muss ich mir noch umschauen, dass wir einen neuen kriegen. Weil halt der doch einfach beschissen ausschaut. Also, ich finde den schön. Vor allem auf dem Mann und alles. Aber du versinkst halt. Und es gibt leider bis jetzt noch kein wirkliches Update. Was es halt nicht so cool macht. Bin mal gespannt, wie der das jetzt aufnimmt hier. Vor allem auf den Dockingboard bin ich gespannt. Der kriegt halt jetzt voll ab. Weil jetzt gerade können wir noch nicht bremsen auf 100% runter. Also wäre natürlich cool, wenn es funktioniert. Dann hätte man eine... Bremsstation, sogar könnte man Füße einbauen, dann kann das Ding landen. Und da gab es wieder ein Grafikboard, seht ihr? Also, als ob das wirklich hitzeresistent ist. Das ist hitzeresistent. Und ich habe irgendeine Funktion aktiviert, glaube ich. Wie ich das wieder angehe? Ach, das ist F9, glaube ich, ne? Oh. Ups. Jetzt wird überhitzt das erste Mal, und zwar vom Dockingport. Aber auch relativ spät. Das schaut jetzt natürlich bescheuert aus, aber da sieht man gleich den Drag, wie hoch der Drag ist. Bedeutet, wir werden dicht davor sitzen dann.
Alter, jetzt macht es nur noch Bugs. Ich glaube, ich muss wirklich mal da schauen, ob es dafür ein Update gibt. Wahrscheinlich das andere schaut ganz weird aus teilweise. Oder ist der Physic Range Extender? Oh fuck, nee, das war uncool. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Vor allem nicht, dass der Ding überhitzt. Aus, böse Pfui. Wie viel haben wir noch an Meter? Ach nee, warte mal, wir haben noch Fallschirme. Die können wir dann auch aktivieren. Komm schon, Fallschirm. Fallschirm öffnen. Okay. Alter, was ist denn das für ein langer roter Pfeil? Wo habe ich den jetzt her? Aber hey, es hat gut funktioniert. 16 Meter die Sekunde. Also ist auch ein voller Bremsfallschirm, ne? Bedeutet, das funktioniert auch. Na gut, aber hey. Was will man mehr? Was will man mehr? Oh, jetzt die FPS. Oh, schön. Und Touchdown. Geil, wir haben die ganze Stage gesaved. Das ist auch mega geil. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber hey, was weiß ich schon? Was weiß ich schon? Hätte natürlich auch um einiges schlimmer ausgehen können. Auf jeden Fall. Aber hey, bin echt erstaunt, dass das funktioniert. Also ich hätte es mir nicht gedacht, vor allem, dass diese Triebwerkshalterung so extrem gut gegen Hitze beständig ist. Der Dockingport hat am Ende ein bisschen gewankt. Aber gegenüber, Entschuldigung, der normalen Sachen, ist es absolut gut gewesen. Bin ich echt erstaunt drüber. Und da die letzte Folge ja ein bisschen länger war als die jetzige, werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Ich muss mal hier kurz die ganzen Clamps noch entfernen. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wie auch wann ihr es auch immer seht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo wir uns darum kümmern, dass wir die Forschungsstation hochkriegen mit den dementsprechenden Sachen, die sie benötigt. Also, bis dann. Ciao.